Seit mehr als 450 Jahren ist es nun schon Brauch in Nordhausen. Zu Ehren des Reformators Martin Luther wird an seinem Geburtstag, den 10. November, Martini in Nordhausen gefeiert. Und nicht wie bei den Katholiken üblich, der Martinstag, einen Tag später. In der Lutherstadt Nordhausen ist die Martini-Feier eine ökumenische Veranstaltung. Auch in diesem Jahr feierten Dom und Plasi-Gemeinde zusammen eine Messe auf dem Plasi-Kirchplatz. Hier hatten sich, pünktlich zur Dämmerung, mehrere hundert Eltern mit ihren Kindern versammelt. Zum Programm gehörte auch die Aufführung des Martinspiels, das an den heiligen Martin von Tours erinnert. Dieser hatte bekanntlich seinen Mantel mit einem Bettler geteilt. Das gefiel den Kindern. Sie hatten auch Mitleid mit dem Bettler auf der Bühne. Oberbürgermeisterin Barbara Rienke hielt die Predigt. Sie hatte sich dies gewünscht, da es ihr letztes Martini-Fest als OB war. Nach der Messe ging es in einem Laternenzug Richtung Marktplatz. Dort empfing die Oberbürgermeisterin und der Bürgermeister die Nordhäuser vor dem Rathaus mit einer kleinen Ansprache. Im Anschluss gab es Brezeln, die traditionell mit anderen geteilt werden sollen. Nach Nordhäuser Brauch wird nach der Messe mit Böllern geknallt. Die Energieversorgung Nordhausen sponserte dieses Jahr ein beeindruckendes 5-Minuten-Höhenfeuerwerk, das vom Petersberg abgefeuert wurde und vom Marktplatz aus bestaunt werden konnte.